Im heutigen Video werden wir uns die fünf Basisaufgaben für den LPA-Test Bayern 2020 genauer ansehen. Wer sich wirklich auf diesen Test vorbereiten möchte, der sollte sich genau diese fünf Aufgabentypen genauer ansehen und vor allem dazu Übungen absolvieren. Denn auch diese Aufgaben kommen dieses Jahr wieder mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit dran. Mein Name ist Lukas Weigersdorfer, ich bin Diplom-Verwaltungswirt und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit dem heutigen Video. Ja, und bevor das heutige Video startet, noch ein Hinweis von mir. Wenn du sofort loslegen möchtest und noch mehr Videos von mir zum LPA-Test Bayern und Übungsaufgaben möchtest, dann solltest du dich auf jeden Fall zu unserem Newsletter anmelden. Du findest in unserer Videobeschreibung einen Link zu unserem Newsletter. Dort kannst du dich anmelden und dann erhältst du von mir 6 Videolektionen sowie einen Auszug aus unserem Buch zum LPA-Test Bayern und darüber hinaus auch noch einige Übungsaufgaben, sodass du sofort mit deiner Vorbereitung loslegen kannst. Wenn du darüber hinaus auch noch mehr Bewerberinnen und Bewerber aus der Verwaltung kennenlernen möchtest und dich mit ihnen austauschen möchtest, dann empfehle ich dir unsere Facebook-Gruppe. Auch dazu findest du einen Link in der Videobeschreibung. Ja, sprechen wir zuallererst über Diagramme. Diagramme zu analysieren, das ist ein Aufgabentyp, der war noch vor einigen Jahren kaum vertreten. Da gab es vielleicht mal ein Diagramm, aber wenn man sich die Tests der letzten Jahre ansieht, dann ist dieser Aufgabentyp immer stärker gewachsen. Und letztes Jahr waren es sogar mehrere Diagramme, die man im Laufe des Tests analysieren musste. Und das sind zumeist keine einfachen Diagramme. Man muss sich da schon einige Minuten hineindenken und diese ganzen Kennzahlen interpretieren können. Anschließend werden Fragen zu diesem Diagramm gestellt. Es kommt jetzt darauf an, dass sich der Bewerber oder die Bewerberin das Diagramm genau ansieht und die Kennzahlen korrekt auswerten kann. Du musst also aus einem Diagramm Schlussfolgerungen ableiten können. Wer hier genau arbeitet, das Diagramm genau analysiert und die Aufgabenstellung aufmerksam liest, der kann bei den Aufgaben zu den Diagrammen auch einige Punkte holen. Denn wenn man bedenkt, dass gleich mehrere Diagramme vorkommen, dann sind es ja auch mehrere Aufgaben und gleich 10, 20, 30 Punkte, die man hier holen kann, wenn man wirklich ruhig bleibt und konzentriert arbeitet. Während die Diagramme ein Thema sind, das erst in den letzten Jahren wirklich relevant wurde, ist die Textanalyse ein wahrer Dauerbrenner im LPA-Test. Dieser Test beginnt ja immer mit genau diesem Aufgabenteil und gleich zu Beginn habt ihr einen etwas längeren Sachtext. Das heißt, das kann ein politisches oder gesellschaftliches oder wirtschaftliches Thema sein. Und anschließend kommen Fragen zu diesem Text. Das können Multiple-Choice-Aufgaben sein, das können offene Fragen sein, man kann die Meinung des Autors abfragen oder ihr müsst einen gewissen Textabschnitt wiedergeben und so weiter. Alle denkbaren Aufgaben zu einem Text werden im LPA-Test auch immer wieder drankommen. Nicht jedes Jahr dieselben, das ist klar, aber ihr müsst definitiv mit einem Text arbeiten. Das war die ganzen letzten Jahre so und darauf sollte man sich auf jeden Fall einstellen. Zur Vorbereitung auf diesen Prüfungsteil Textanalyse kann man selbst lesen. Und zwar aktuelle große deutsche Tageszeitungen, denn ihr habt im LPA-Test einen etwas längeren Sachtext. Und wer jetzt kein großer Leser ist und kaum Zeitung liest, sich für diese Themen auch nicht interessiert, der hat es hier etwas schwerer. Denn das sind schon Texte mit zahlreichen Fachbegriffen und Fremdwörtern und da sitzt man schon, bis man den mal durchgearbeitet hat und gewisse Textpassagen verstanden hat. Liest also häufiger und bereitet euch dadurch auf diesen Aufgabenteil Textanalyse vor. Gleich nach der Textanalyse habt ihr im Test sehr häufig Übungen zu Grammatik und Rechtschreibung. Und da kommt jetzt die ganze Bandbreite dessen, was man auch in der Schule aus Deutsch-Grammatik-Schulaufgaben kennt. Das heißt, die Wortarten bestimmen, Satzarten bestimmen, Nebensätze und Hauptsätze voneinander trennen können und vieles mehr. Sehr gerne habt ihr hier auch Lückentexte vor euch, in denen ihr die Rechtschreibfehler verbessern müsst oder anschreiben müsst, in denen ihr M oder N einsetzen müsst oder die Kommas setzen müsst. Also gerade die deutsche Grammatik und Rechtschreibung sind auch immer ein Thema im LPA-Test.
Gerade diese Aufgabentypen haben wir in unserem Online-Kurs zum LPA-Test Bayern auch sehr gut aufgeführt. Im LPA-Komplettpaket findet ihr zahlreiche Aufgaben zum Trainieren zu all diesen Themenbereichen und daneben auch Videokurse von mir zum Thema Vorstellungsgespräch, Anschreiben in der Bewerbung und wie du deine Chancen auf eine Einstellung in der Verwaltung erhöhen kannst. Gleich der erste Link in der Videobeschreibung ist ein Link zu unserem Online-Kurs. Wenn du am LPA-Test teilnehmen möchtest, dann sieh dir auf jeden Fall diesen Online-Kurs an. Die Inhalte werden dir sehr viel weiterhelfen. Neben der Grammatik und Rechtschreibung sind auch Fremdwörter ein Thema, das in den letzten Jahren immer größer geworden ist. Ihr habt, wie bereits gesagt, einen etwas längeren Sachtext mit Fremdwörtern. Und in einer anderen Aufgabe gibt man euch genau diese Fremdwörter und man fordert dann von euch, die korrekte Bezeichnung auf Deutsch anzugeben. Ihr habt dann ein Fremdwort gegeben und anschließend vier Antwortmöglichkeiten, also vier Begriffsdefinitionen, von denen ihr eine ankreuzen müsst. Solche Aufgaben kommen auch immer wieder und in den letzten Jahren immer dran. Das heißt, auch Fremdwörter sind ein Thema im LPA-Test Bayern. Auch gerade zu den Fremdwörtern haben wir im Online-Kurs einige Aufgaben, weil ich weiß, dass das nicht einfach ist vorzubereiten und sich da mal in die Materie hineinzudenken. Ja, zum Schluss kommen wir noch zu Allgemeinwissen Deutschland. In meiner Liste ist das jetzt hier der letzte Punkt und tatsächlich sind diese Aufgaben im LPA-Test meist ganz zum Schluss. Der Fokus im Bereich Allgemeinbildung liegt definitiv auf dem deutschen Bundesgebiet und insbesondere auch auf Bayern. Ihr solltet also gerade über euer Bundesland hier einiges wissen. Allgemeinbildung ist ja ein wirklich weites Feld und jeder Mensch definiert den Begriff Allgemeinbildung etwas anders und gewisse Sachverhalte werden als Allgemeinbildung angesehen und andere nicht. Das ist sehr subjektiv. Im LPA-Test müsst ihr jedoch wissen, Deutschland und Bayern, das sind die Themenbereiche, die hier abgefragt werden. Wenn du jetzt gleich mit Übungen loslegen möchtest, dann sieh dir auf jeden Fall den ersten Link in der Videobeschreibung zu unserem Online-Kurs an. Abschließend weise ich noch auf unsere Website www.beamtentest-vorbereitung.de hin. Dort findet ihr zum LPA-Test Bayern noch weitere Informationen. Abschließend wünsche ich jetzt noch viel Erfolg bei der Vorbereitung und viel Spaß mit den weiteren Videos hier auf diesem YouTube-Kanal. Bis bald, dein Lukas.